Spiele ohne Gewehr. Danke. Sehr lieb von Ihnen. Begrüße Sie. Begrüße auch Sie daheim. Entgegen meinen Gepflogenheiten möchte ich Ihnen einen Filmtipp geben. Wird jetzt bald ein Film voraussichtlich anlaufen. Hessens Antwort auf Indiana Jones. Trägt den Titel Heinz Schenk und der Bembel des Todes. So, und jetzt wollen wir gleich spielen. Ich suche eine Dame mit viel Gefühl. In den Händen. In den Händen. Melden Sie sich. Wer möchte? Was ist denn hier mit Ihnen? Sie? Kommen Sie zu mir. Das ist aber ein schicker Style. Guten Abend, Frau Cora. Ja. Cora. Kommen Sie gleich mit. Hinter meine Gefühlskiste. Haben Sie auch so eine schöne Kiste, Frau Cora? Zu Hause? Nein? Nein. Kommen Sie mal hier aufs Treppchen. Darf ich mal Ihre Hand sehen? Die ist wirklich schön. Sind Sie Rechts- oder Linkshänderin? Rechts. Rechts. Sie dürfen nur die rechte Hand benutzen. Hier sind Dinge drin. In diesen Fächern, die sollen Sie ertasten und mir sagen, was es ist. Erst beschreiben, dann sagen, was es ist. Sie dürfen eines nicht tun, das müssen Sie mir versprechen. Sie dürfen sich nicht umdrehen. Nicht umdrehen? Nicht umdrehen. Wenn Sie das tun, werden Sie wie Weiland Lots Weib zur Salzstange erstarren. Ja? Sie können super Preise gewinnen, die wir jetzt einmal gleich sehen. Für jedes Loch ein Preis. Ganz tolle Haushaltsgeschichten, ne? Gut, wir fangen gleich mal an, Frau Pschkora, bei diesem, machen wir das mal auf. Erster Preis wäre ein Mixer, Sie fahren mit der rechten Hand hinein und sagen mir, was Sie empfinden. Was Hartes. Was geht? Eine Ananas. Richtig! Der Mixer ist Ihrer. War ja gleichzeitig die Antwort, kommen Sie bitte hier rüber, die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn Anna badet. So, jetzt das zweite Objekt. Was fühlen Sie? Sind Sie nicht so heftig, das wird nicht reagieren. Eine Gurke. Eine Gurke, jawohl. Super. Und hier kommt ein Mini-Backofen für Sie. Es läuft doch wie geschmiert, Frau Pschkora. So, und was ist das? Das ist schwerer, das sage ich Ihnen gleich. Machen Sie das nicht kaputt. Was fühlen Sie? Etwas Weiches. Weiches. Schwammartig. Schwammartig ist gut. Klebrig. Klebrig ist, ja, ist auch gut. Was meinen Sie, könnte es sein? Sie amüsieren sich ja wie Bolle mit dem Ding. Sie sollen mir sagen, was es ist. Wenn Sie es nicht wissen, ist auch nicht schlimm. Dann kriegen Sie diesen Staubsauger eben nicht. Obwohl der toll ist, damit kann man auch einen Huhn ausnehmen. Das sind Pilze. Das ist ein Pilz, jawohl! Aua, super! Das ist der Staubsauger. Und jetzt das Letzte. Konzentrieren Sie sich. Das schaffen Sie. Das schaffen Sie. Ganz ruhig rein mit der Hand. Sie können die Augen zumachen. Was ist das? Was fühlen Sie da? Ein Kopf. Ein Kopf.
Ruhig, Bongo. Keine Angst. Ein Männerkopf. Ein Männerkopf. Okay. Lassen Sie den ganz vor. Wer aus Ihrem engeren Bekanntenkreis könnte das sein? Ja, bestimmt nicht mein Mann. Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne ja Ihren Mann nee, nicht. Nee, der hat einen Bart. Der nicht. Das ist ja nicht mit anzusehen. Kommen Sie mal. Sie haben schon gewonnen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Kommen Sie mal hier rum, Frau Spurra. Kommen Sie mal hier rum. Gut, ne? Danke, Schatzi. Das war toll. Und das ist eine professionelle Espresso-Maschine. Damit können Sie sich selbstständig machen und Ihren Haushalt auflösen. Das können Sie alles nachher abholen. Sie waren wunderbar. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß noch. Viel Applaus. Und jetzt haben wir, wie in jeder Sendung, meine Damen und Herren, wieder einen prominenten Ehrengast in einen Sack gesteckt. Sie hier im Studio bekommen drei Hinweise, um ihn zu erraten. Und hier kommt der erste von diesen drei Hinweisen. Lieber Sack, wo kommst du denn jetzt her? Aus Essen. Und du gehst offensichtlich zum Karneval. Hast du eine Beziehung zum Kölner Karneval? Nein, ich war in meinem ganzen Leben erst zweimal im Karneval. Hier ist ja überhaupt nichts los. Ja, noch nicht. Du bist Schauspieler, so viel sollte man verraten. Ja. Was hast du gemacht? In Tatort. Zum Stuhlgang hier. Tatort hat er gemacht, und zwar hat er da einmal einen Motorradmörder und dann einen Kommissar gespielt. Aber zwei Hinweise kriegen Sie noch. So, es ist Winter, überall liegt Schnee und Eis. Wir machen ein Teamspiel, was sich mit Wintersport beschäftigt. Und hier kommt das erste Team. Kunsterzieher aus Kassel. Hallo? Und das zweite Team, Designer aus Düsseldorf. So, zuerst zu Ihnen. Was ist es für eine Schule, Herr Zülch? Das ist die Freie vom Stein-Schule in Immenhausen, bei Kassel. Bei Kassel. Und Sie sind alles Kunsterzieher? Jawohl, das Sie sind machen wir. Die Kleinen. Ja, ich bin in der Grundschule von Immenhausen. Achso, ich meine jetzt schon von der Größe her. Ja. Wortspielchen. Herr Petermann. Ich mache die Mittleren. Sie machen die Mittleren. Was ist Kunst? Also Kunst ist ein Fach, das Spaß macht. Das macht den Schülern immer Spaß. Das ist gut. Wir rumsauen mit Farben. Und ja, ja, auch. Das ist auch schön. Und Sie sind der Chef? Bin der Chef der Schule. Ich habe keine Kunsterziehung, ich erziehe bloß. Ah, Sie haben gar keine Ahnung von Kunst? Doch etwas, aber ich beschränke mich auf das Erziehen. Das reicht. Aufs Erziehen? Ja. Das ist gut. Das mache ich eigentlich auch, wenn ich das recht betrachte. Herr Hauser, was ist das für eine Agentur? Fachhochschule Düsseldorf. Aha, noch, Sie sind noch. Also Studenten. Ja, aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Das klingt so hoffnungsvoll. Doch, was machen Sie? Ich bin seit 2,5 Jahren schon selbstständig. Und was ist Ihre Spezialität? Airbrush. Das ist also Airbrush-Illustration. Airbrush? Ja, das ist Spritztechnik. Da macht man mit einer kleinen Spritzpistole ganz schöne Illustrationen. Auch Pornos? Ja, wenn Sie gut das richtige Geld bieten, alles. Ja. Ach so, ja. Kommt immer drauf an. Worauf? Wie viel Geld? Ich habe Sie doch gar nicht gefragt, ob Sie Pornos machen. Mache ich auch gar nicht. Habe ich doch nicht behauptet. Was ist Ihre Spezialität? Also, ich bin auch noch Student. Ja. Ihre Spezialität ist Studentzeit. Genau. Und Sie sind der Chef von diesem munteren Haufen. Ja. Der Fachbereichsleiter. Nein, um Gottes Willen. Nicht. Ein schlichter Lehrbeauftragter. Ein schlichter Lehrbeauftragter. Ja. Spielen Sie mir die Freiberufler nicht so runter, hören Sie mal. Das bin ich selber. So, Ihre Aufgabe. Dankeschön, Regina. Weil Sie ja nun kreativ sind, einen Schneemann bauen. Ja? Und für einen Schneemann, wird ein Schneemann gebaut oder geboren? Gebaut. Nein, er wird nicht gebaut. Er wird geboren. Wie erklären Sie sonst die Schneewehen? Ja. Mal, Scherz machen dürfen. Gucken Sie hier, Stadtplan von Köln. Die Taxistände der näheren Umgebung sind eingezeichnet. Ihre Aufgabe, Sie gehen an einen Taxistand, versuchen einen Taxifahrer zu überreden, Modell zu stehen für den Schneemann. Sie können ruhig sagen, es ist für diese Sendung. Wenn das nicht hilft, 250 Mark pro Team.
Das ist ein ganz neues Verfahren, was eben erst vom ZDF entdeckt wurde. Ja, mit Geld Menschen überreden. Könnt ihr das denn behalten, wenn wir ihn auch wohl überreden? Passen Sie auf, das ist eine gute Frage, dazu kommen wir. Je weniger Geld Sie brauchen, um ihn dazu zu bewegen, desto mehr können Sie gewinnen. Weil das Restgeld wird für den Fall, dass Ihr Schneemann gewinnt, mit 10 multipliziert. Das ist echt Pulver im Spiel. Also beispielsweise, wenn Sie 50 Mark benötigen, haben Sie noch 200, macht 2000, die Sie theoretisch gewinnen können. Darf man das auch auffüllen? Nein. Nur das war... Der Erzieher. So, dann gehen Sie mal los. Moment. Dr. Klinker Emden, bitte. Komm, die beiden Chefs mal bitte zu mir. Dieser Akademiker noch nicht so eingebildet wäre. Sie werden vielleicht Verständnis dafür haben, dass wenn so viel Geld im Spiel ist, wir eine gewisse Sicherheit hier behalten müssen, weil sonst könnte Ihr Team ja auf dumme Gedanken kommen. So, den Schlüssel... Halt! Den Schlüssel habe ich übrigens hier. Und es ist, glaube ich, überflüssig zu sagen, wenn Sie es nicht schaffen, einen Taxifahrer zu kriegen, dann steht Ihr Chefmodell. Ja? Viel Spaß mit diesem herzensguten Mann. So, und jetzt ab mit euch. Macht es gut. Wir sehen uns bald wieder. Nach wieder. Und hier kommt der zweite Hinweis auf unseren prominenten Ehrengast im Sack. Lieber Sack, yes, hör mal, Moment auf zu knutschen. Ja, was denn? Bist du mehr ein heiterer oder ein ernster Schauspieler? Ja, eher lustig. Ja. Du hast ja eigentlich immer nur mit den schönsten Partnerinnen zusammengearbeitet. Ja, aber dafür musste ich auch mit Rudi Carell zusammenarbeiten. Ah ja. Sag mal, warst du denn mit deinen ganzen Partnern immer ein Herz und eine Seele? Ja, mal mehr Herz, mal mehr Seele, aber meistens nur körperlich. Ah, ja. Und was machst du jetzt gleich auf dieser Bühne? Ja, mal gucken, was die Mädels so drauf haben hier. So, welches glückliche Paar, Ehepaar oder unverheiratet, aber Paar, zusammenlebend, möchte hier einen super Preis gewinnen? Hände hoch. Kommen Sie mal her. Sie mussten ja Ihren Ollen so treten, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Frau Klein und Herr Klein. Kommen Sie mal hier hin. Wie lange sind Sie denn schon? 3 Jahre. 3 Jahre? Kurze Zeit. Ja, wie haben Sie sich kennengelernt? Im Urlaub. Ich dachte beim Doppelkopf, der erste Fremde geht mit. Gucken Sie mal, was da hereinkommt. Das ist Ihr möglicher Preis. Eine super Luxus-Gefriertruhe. Hätten Sie da Spaß dran? Das ist prima. So, Herr Klein, Sie gehen mal bitte raus. Sie kriegen Instruktionen da von unserer Mitarbeiterin. Liebe Frau Klein, alles, was Sie tun müssen, ist, mir den genauen Preis zu nennen. Von dem Ding. Sie kriegen auch Hilfen. Kommen Sie mal mit auf die Bühne, mein Täfelchen mal heraus, meine Lieben. Den genauen Preis, machen Sie sich keine Sorgen. Dankeschön. Die sind sowas von fertig. Liebe zwischen zwei Menschen ist etwas Schönes. Zwischen drei Menschen ist es etwas Fantastisches. Gucken Sie, Frau Klein. Diese Zahlen, die kommen in dem realen Preis vor, haben natürlich die falsche Reihenfolge. Hier ist die richtige Reihenfolge. Alles, was Sie tun müssen, ist, diese Täfelchen hier oben so anzuordnen, dass Sie nachher mit denen, wenn ich sie umdrehe, deckungsgleich sind. Ich helfe Ihnen auch. Ich mache für Sie die beiden Pfennigstellen schon einmal. Und Sie sehen, es stimmt auch. Das ist ja fantastisch. Ne? Sie sehen, es gibt keine Nullen.
So, was glauben Sie gehört hierhin, Frau Klein? Kommen Sie ein bisschen näher zu mir. Die Eins. Die Eins? Sie sind ja von unserer Großzügigkeit überzeugt. Was machen wir hierhin? Die Neun. Die Neun? Die Neun. Wollen Sie auf sie hören? Ich weiß wirklich nicht, wie viel die kostet. Hören Sie drauf. Was kommt hier hin? Dann kann er nur 95 noch heißen. Das heißt, das kann nur. Also 9 und 5. Ruhe. Ja, Sie haben es jetzt... Ja, was? Können wir ändern? Sie können ändern. Ja, dann ändere ich die 9. Gehen Sie den, was mache ich da? So, jetzt ist aber gut. So, jetzt ist Schluss. So, Herr Klein, bitte zu mir. Sehr schön. Ja. Sie sehen gut aus. Ja, danke. Wollen Sie das Kompliment nicht zurückgeben? Doch, Sie auch. Ja. Aber Ihnen fehlen die Stiefel. Ja, das ist richtig. Tun Sie mal die Brille auf die Augen, weil es ist ja so, unverdientes Glück wird bei uns unverhältnismäßig hoch belohnt und unverdientes Pech unverhältnismäßig hart bestraft. Vorhang auf, bitte. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal mit mir, Herr Klein. Stellen Sie sich mal hier drauf. Unter die Eier des Unheils. So, das Köpfchen... Die Brille über die Augen. Das Köpfchen ganz gerade. Nehmen Sie bitte, Sie müssen jetzt einfrieren, so wie eine griechische Statue. Tun Sie mal so. Ja, und ganz starr stehen bleiben. Ganz starr. Wenn Sie nicht starr stehen bleiben, kommt Ihre Frau daneben. Ne? Ja, und wenn die Zahlen stimmen, passiert Ihnen gar nichts. Und wenn sie nicht stimmen, der Vollstrecker bitte. Einfrieren. Ist die 1 richtig? Ganz offensichtlich. Herr Klein, darf ich kommen? Unter das nächste Ei des Unheils. Wir gehen jetzt alle Zahlen durch. Und bitte wieder einfrieren. Ist die 4 richtig? Jetzt kommt's drauf an. Einfrieren. Ist die 5 richtig? Hey! Und damit ist alles richtig. Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Nein, es gibt kein Aber. Sie sind der Erste, der hier davongekommen ist mit heiler Haut. Ich will Ihnen aber ganz schnell demonstrieren, was hätte passieren können. Bitte unser Donnerlippchen-Testkandidat. Schauen Sie sich das mal an. Der Mann hat es nicht leicht gehabt, er hat viel mitgemacht. Geht mal hierhin. Er hat wirklich einen harten Job verbracht. Und jetzt mal bitte die Kleine schön hoch. Die kleine Demonstration. Herzlichen Dank. Dankeschön und Vorhang zu, bitte. So, gut, ne? Und das gehört Ihnen. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß noch. Ihr Applaus.
Meine Damen und Herren, sind Sie schon mal in einen Aufzug gestiegen und haben oder wollten ihn besteigen, haben ein Wesen gesehen, das so aussieht? Das ist noch nicht alles. Das Wesen saß in einer Sitzbadewanne, war nackt und ein Mädchen. Nur eben mit dem Kopf. Was würden Sie da für ein Gesicht machen, wenn Sie das im Aufzug vor sich sehen? Doch ein blödes, ne? Das haben wir uns auch gedacht und darum haben wir in einem Hotel dieses Experiment gemacht. Und erleben Sie nun die Reaktion des internationalen Publikums auf diesen Anblick. Film ab, bitte. Das ist Norbert Blüm. Oh, very nice. Hello. Hello. May I join you? Sein Abgeordneter der Grünen. So, wir wollen eine kleine Auktion machen. Wenn Sie bitte alle mal unter Ihre Sitze schauen. Einige von Ihnen müssten da einen Umschlag finden. Heben Sie den hoch, wedeln Sie damit, dass wir es sehen. Jawohl. Ja, und kommen Sie doch bitte einmal zu mir. Das ist der Herr Wanders. Herr Wanders. Guten Abend. Herr Simon und Herr Schwarzkamp. Schönen guten Abend. Und eine Dame haben wir auch. Und Frau, gucken Sie mal, Sie haben das hier über ja. Ihrem... Frau Hake, machen das hier. Passen Sie auf, gehen Sie doch bitte einen Moment raus, da kriegen Sie Geld und werden instruiert und dann machen wir in wenigen Sekunden eine kleine Auktion. Wir sehen uns gleich wieder. Und wir machen unseren dritten und letzten Hinweis auf den prominenten Ehrengast im Sack. So, lieber Gast, in wie viele verschiedene Rollen bist du eigentlich für deine letzte und wohl bekannteste Produktion geschlüpft? Über 300 Gesichter und alle an derselben Stelle getragen. Über 300 Gesichter. Sag mal, du bist von Sternzeichen Löwe, aber dein Name ist ein anderes Tier. Aber Chinchilla ist es nicht. Nee. Skorpion ist es auch nicht. Nee. Ich weiß, dass du gerne isst. Und was ist dein Lieblingsgericht? Currywurst mit Pommes und Ketchup. Ketchup. Tut er sich sehr gern auf die Pommes. Jetzt schreiben Sie es auf den für dafür vorgesehenen Teil Ihrer Eintrittskarten. Wer, glauben Sie, ist dieser sehr bekannte, fröhliche Schauspieler? Unsere Assistenten sammeln ein. Und bald werden wir erfahren, wer es ist. Und Sie können wie immer etwas gewinnen. So, zu dieser Auktion, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen etwas sagen. Die drei männlichen Kandidaten sind Mitarbeiter von uns.
achten Sie einzig und allein auf Frau Hake. Was Frau Hake nicht weiß, ist, dass wir unter Mithilfe Ihres Mannes die Wohnung ausgeräumt haben und dass Ihre Einrichtungsgegenstände hier zur Auktion gelangen werden. Wenn ich denn jetzt meine Kandidaten hereinbitten darf, kommen Sie zu uns. So, stellen Sie hier hinter. Frau Hake, Sie vielleicht in der Mitte. Jeder von Ihnen hat 10.000 Mark bekommen. Ich darf Ihnen Herrn Lohse vorstellen, der auf das Geld aufpasst. Und hier notiert, wer was ersteigert. Das Prinzip ist ganz schnell erklärt. Sie kriegen verschiedene Gegenstände gezeigt und sollen die ersteigern und dabei möglichst wenig Geld benutzen. Wer nachher das meiste Restgeld hat und die meisten Sachwerte ersteigert hat, der kriegt einen super Preis. Ne? Alles klar? Und zwar spielen Sie gegen diese Gelduhr. Von 2.400 Mark bis 100, der Zeiger bewegt sich rückwärts und Sie müssen halt gucken, dass Sie als Erster Ihr Lichtlein durch Hauen auf diese Knöpfe zum Brennen kriegen. Damit blockieren Sie den Gegner. Nehmen Sie bitte, damit gleiche Chancen sind, die Hände in den Nacken. Hände in den Nacken. Wir machen mal ein so ein Probeläufchen, damit Sie das mal sehen. Frau Hake, Hände in den Nacken. Und wenn Sie glauben, der Zeitpunkt ist gut, hauen Sie drauf. Ah. So, da hätte jetzt dieser Herr den Zuschlag. Ah, das ist doch ein Schrott hier. Mensch. Ich habe gleich gesagt, lass den anderen Tisch nehmen. Ist jetzt auch kaputt. Ach, so ein Ärger. Das Prinzip haben Sie verstanden, ja? Und immer schön die Hände in den Rücken nehmen. Nacken meine ich doch. Ich bin ja völlig fertig. Den ersten Gegenstand vielleicht einmal herein. Es handelt sich dabei um eine veredelte nordische Fichte aus der Björn Borg Kollektion. Befindet sich in Privatbesitz und wir Hände in den Nacken. Was ist denn? Ja, das ist mein Stuhl. Moment. Was ist das? Psst, mein Stuhl. Das ist Ihr Stuhl. Hören Sie mal, wir sind hier nicht bei 4 gegen Willi. Was glauben Sie denn? Unsinn. Doch gar nicht. Hände in den Nacken. Ja. Und ab! Nee. Kandidat A für 1900 Mark. Und beim nächsten Stück die Uhr zurück bitte und das nächste herein. Handelt es sich um einen Zeitungsständer? Jetzt können wir da lassen. Um einen Zeitungsständer. Es ist Ebenholz, weil es Ebenholz ist. Wurde seinerzeit bei dem legendären Raubüberfall auf die Jugendherberge Wuppertal-Elberfeld entwendet und gelangte später auf Umwegen an den Rhein. Hände in den Nacken. Und zack, zack. Ja. 1700 Mark für Kandidat D. Und wieder raus damit. Und das nächste, Sie müssen was dran tun. Ja. Das nächste ist Teil einer Sitzgruppe. Es gehört dem legendären englischen Möbelsammler Earl of Furniture. Ich hab's so recht gemacht. Was denn? Was ist los? Die ist ja aber auch nicht zurecht gemacht. Wovon sprechen Sie denn die ganze Zeit? Von meinen Möbeln. Das sind doch. Frau Hake, jetzt gucken Sie mich bitte mal an. Ich hacke. Hake. Sie glauben doch nicht, dass ich nee, Ihre. Nee, ich bin fix. Hände in den Nacken. Und ab geht die Post. Nee, 1200 für C. Ja, kostet. Das nächste Stück, meine Damen und Herren, ist eine Nähmaschine. Frau Hake. Also ich finde Ihr Verhalten, jetzt kommen Sie einmal zu mir. Kommen Sie mal zu mir. Die ist ja geputzt, was ist das denn? Was wollen Sie jetzt damit sagen? Ja, die ist wunderschön, ist meine. Es ist Ihre Nähmaschine. Meine, ja. Herrlich. Meine Herren, vielen Dank. Es sind alles Ihre Dinge. Ich denke.
Haben Sie dafür eine rationale Erklärung? Nee, wieder noch. Schrecklich. Ist schön, ist schön. Wissen Sie, es war ja nicht meine... Frau Hake. Kann ich nicht die Damen sehen? Sie müssen mir glauben. Es war nicht meine Idee. Ihr Mann kam an da und oben sagte, sitzt er, da oben sitzt zeigen er. Sich mal, Herr Hake. Nee, der Herr Thomas, der Thomas, der soll mir sich hinstellen. Thomas soll ihn nicht. Der kam an und sagte, lass uns die Wohnung ausräumen, meine Frau wird sich wahnsinnig freuen. Das glaube ich. Ja? Kommen Sie mal mit. Sie kriegen als Belohnung alle Sachen zurück. Das finde ich aber nett. Das ist auch nett. Jetzt tun Sie doch mal einen Blick auf die große Leinwand. Da erscheint jetzt etwas. Das ist Berlin bei Nacht. Schön. Wir zwei dahin, ne? Wir zwei, ja. Nein. Nein? Es ist vielmehr so, nein, es ist so, dass Sie und Ihr Mann dahin fahren. Ein Wochenende, Luxushotel und außerdem kriegen Sie noch 1000 Mark zum Verballern. Boah, das finde ich. Ist das gut? Super. Ja? Sie dürfen den Moderator jetzt küssen. Vielen Dank. Dankeschön, setzen Sie wieder hin. Vielen Dank, ich spreche mal. Ja, Applaus. Ja, Applaus. So, meine Damen und Herren, wir sind wahnsinnig gespannt, wer bei uns im Sack gesteckt hat. Und hier kommt er, unser prominenter Gast im Sack. Meine Herren, geht es noch? Harter Job, ne? Vorsichtig. Dieter Pütz! Steig raus, Junge. Ja. Unvorstellbar, dass Sie mich erkannt haben, dass Sie mich geraten haben. Ja. Also, Dieter, wir machen ja alle Fehler, ne? Ja. Zum ja. Beispiel diese Jacke. Wieso? Die passt doch unheimlich gut zu meinem Kopf. Wir haben uns vorgenommen, wir beiden, weil im Moment ist ja die Schwarzwaldklinik nicht auf dem Sender und es könnte Ihnen ja möglicherweise etwas fehlen, dass wir ein paar Ärzte-Sachen machen, zusammen, wenn man schon Mr. Sketch Nummer 1 in Deutschland auf der Bühne hat. Und Doktor spielen so gerne. Schwester, haben Sie dem Patienten auf 7 schon Blut abgenommen? Ja, aber mehr als 6 Liter habe ich nicht aus ihm rausbekommen. Herr Doktor, ich habe 3 Warzen auf der Brust. Schön, dann mache ich Ihnen 3 Knopflöcher in die Lippe, dann haben Sie im Winter immer einen warmen Hals. Mein Tisch herein, bitte. So, jetzt wird das herumgewirbelt. Oh, Dieter, es klingt voll. Es klingt voll. Du nimmst die... Oh. Dieter? Ja? Mach du mal. Ich weiß nicht. So, Technisch sind wir euch schon ein bisschen überlegen, ne? Ja, Dieter. Kannst du da mal rein? Ja. Ganz unten. Ja, da steht Evelyn Gross-Kramer. Wo ist sie? Evelyn Gross-Kramer. Bleiben Sie stehen, Evelyn, fallen Sie nicht um. Hören Sie sich an, was Sie gewonnen haben. Ein Gutschein haben Sie gewonnen für 2 Personen. Ein komplettes Hamburg-Wochenendprogramm inklusive Linienflug, Übernachtung, Stadtrundfahrt und Eintrittskarten der besten Kategorie für das Musical Cats. Dieter, ich danke dir. Nimm den Tisch mit raus. Durch. Tschüss, Chris. Dieter Krebs. Jetzt sagen Sie mal, wie finden Sie unser Wintersportparadies? Ja.
Und wir sind alle wahnsinnig gespannt, ob unsere Teams es geschafft haben, ein Modell für den Schneemann aufzutreiben. Ich bitte um unser erstes Team. Die Designer aus Düsseldorf. Und Sie müssen ein Taxifahrer sein. Das ist richtig. Darf ich um Ihren Namen bitten? Harmut. Wie? Harmut. Ja. Gustav Harmut. Gustav Harmut. Ja. Aus Köln. Aus Köln. Und jetzt sagen Sie mir, was hat man Ihnen geboten? Ja, nichts. Ich bin einfach so angesprochen worden. Ob ich ein bisschen Zeit hätte? Ja. Für Sie? Das ist auch, ja, wenn es eine Stunde dauert, ja. Das ist ja super. Ihr seid aber... Herr Harmut, darf ich Sie auf diesen Hocker bitten? Sie sehen ja schon fast aus wie ein Schneemann. Tun Sie sich auch die Brille auf die Augen. Und jetzt unser zweites Team. Sie treten vielleicht mal so ein bisschen da hinten hin. Und auch das zweite Team ist fündig geworden. Grüße Sie. Sie sind? Taxifahrer. Ja, ist klar. Ja. Und wie heißen Sie? Hans-Georg Heißmann. Herr Heißmann. Ja. Und was hat man Ihnen geboten? Ja, Spaß. Ist ja toll. Herr Heißmann, da darf ich auch Sie auf den Hocker bitten. Und Sie tun sich bitte auch die Brille drauf und Sie treten auch hierhin zurück. Also beide Teams spielen um den vollen Betrag. Jetzt vielleicht mal die Tischchen herein, mit denen unsere Schneemänner geschmückt werden. Das ist der kreative Teil. Und jetzt brauchen wir natürlich auch ein bisschen Schnee. Ja, doch nicht sowas. Stopp! Wenn ich sage Schnee, dann meine ich Schnee! Schon sehr gut aus. Genug! Und die Schöpfer, lieber Gott, die Schöpfer raus und jetzt die Schmecker hinein. Und jetzt möchte ich mal sehen, was Kunst ist. Links die Designer aus Düsseldorf. Die Kunsterzieher aus Kassel und so schöne Schneemänner haben Sie noch nie in Ihrem Leben gesehen. Großartig. Oh, das wird eine schwere Entscheidung. Das wird eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Es wird zu einer Kampfabstimmung kommen. Wer möchte da sagen, was schöner ist? Vielleicht den Besen hier noch in die linke Hand, damit er das Gesicht nicht verdeckt. Schluss! Ich kann es nicht entscheiden, wer der schönere Schneemann ist. Ich würde... Das tut mir auch weh! Ich finde es immer schön, wenn ein Club auch den Dorfdeppen mitbringt. Jedes Team hat 10 Sekunden Zeit für ein Plädoyer, warum dieser Schneemann des Teams besser ist. Sie fangen an. Wo ist das? Sie machen es, kommen Sie zu mir, Sigrid. 10 Sekunden. Nicht ein bisschen länger? Nein. Gut. Also Leute, guckt euch das mal an. So ein Schneemann kriegt er nie wieder. Ich sag euch, der ist nicht versmockt, der ist nicht verstrahlt, der ist einfach rein. Wo kriegt er noch heute einen Mann mit so einer weißen Weste? Mal ehrlich. Na, so, so hier. Und jetzt Ihr Plädoyer, bitte zu mir. Hier ist das Mikrofon. Oder?
Meine Damen und Herren, dieser Schneemann ist wirklich nicht vom Papa. Der ist wirklich gut, da kann man nichts gegen sagen. Aber wir haben einen entscheidenden Vorteil. Er ist ein Tick besser. Guten Abend. Ich glaube, bei allem Respekt für die außerordentliche Raffinesse dieser Leistung, ich glaube, dass Ihr Applaus hier größer war, oder? Ja. Damit haben Sie gewonnen! Aber es war super, es war super! Jetzt einmal meine Jacken, bitte. Jetzt kommt noch eine Amtshandlung, meine Lieben. Diese Donnerlippchenjacken, vielleicht mal die Rückseite. Wo sind die Scheine? Die sind auf der Seite. Ja, immer her. Ja. So, hier sind zunächst einmal jeweils 500 Mark drin. Die sind für Sie. Hey. Und für Sie. Das ist mal eine. Und wenn Sie jetzt auf diese Jacken achten, innerhalb der nächsten Wochen, wo immer, es gibt nur diese beiden Jacken auf der Welt, wo immer Sie diese Jacken sehen, in ganz Deutschland, gehen Sie hin, sagen Sie, Donnerlippchenjacke, ich habe sie erkannt, ich bin Ihr Zuschauer. Dann kriegen Sie eine Postkarte. Da ist unsere Anschrift schon drauf, Sie tragen nur noch Ihre Anschrift ein, Ihre Telefonnummer, dann nehmen Sie an einer, wenn Sie noch eine Briefmarke draufkleben, an einer Verlosung teil. Und wenn Sie dann ausgelost werden, können Sie in der nächsten Sendung hier ein Auto gewinnen. Entgegen dem, was ich mal gesagt habe, dass es hier keine Autos gibt, aber wir haben ein neues Jahr, wir haben eine neue Regierung, wir haben neue Spielregeln. Also, achten Sie auf diese Jacken und ihr könnt schon mal anfangen, die Schneemänner wieder abzudekorieren. Meine Damen und Herren, das war's. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Herr Unterlippe, Sie haben doch den Schlüssel. Komm mal her, Doktor. Wo haben Sie den Schlüssel? Noch ein letztes Wort, meine Damen und Herren. Dr. Klinker-Emden wird jetzt zum ersten Mal in seinem Leben ein Schlüsselerlebnis haben. Oh. Ha. Tschüss!